Christina Simmons weiß nicht, ob sie je wieder laufen kann. Sie sprang aus einem brennenden Haus und brach sich dabei mehrere Rückenwirbel. Doch die 23-Jährige würde das immer wieder tun, denn so rettete sie ihrem Sohn Cameron das Leben. Sie lag mit dem 18 Monate alten Jungen im Bett, als ein Feuer ihre Wohnung in Massachusetts erfasste. Ich schnappte mir meinen Jungen, drückte ihn an die Brust, sagte ihm, dass ich ihn liebe und dann sprang ich, erzählt Christina. Aus dem dritten Stock knallte sie auf den Rücken, konnte sich nicht mehr bewegen. Weil immer mehr brennende Teile auf die Straße fielen, rief sie ihrem Sohn zu, er solle weglaufen. Sie selbst wurde später von der Feuerwehr geborgen und in ein Krankenhaus eingeliefert. Hier musste sich die 23-Jährige einer 6-stündigen Operation unterziehen. Bislang ist immer noch nicht klar, ob sie je wieder laufen kann. Doch Christina ist das egal. Sie sagt, ich denke nicht, dass ich eine Heldin bin. Ich bin einfach nur Camerons Mama.